Thierry Finnegans bisheriges Leben war von Armut und Gewalt geprägt. Sie hat nur eine Chance zu entkommen. Sie muss den Beweis erbringen, dass ihr Vater ermordet wurde. Auf dich habe ich gewartet, Finnegan. Wenn du aus diesem beschissenen Schatten raus könnte, würdest du nur noch einen Kondensstreifen von mir sehen. Festnehmen. Weswegen? Wegen Abfeuern einer illegalen Waffe, Ruhestörung, Zünden einer Bombe. Was wollen Sie denn noch hören? In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an den einzigen Mann ihres Vertrauens. Er wird dir immer wieder vorwerfen, was dein Vater vor 30 Jahren getan hat. Ihre Lizenz liegt morgen früh um 9 auf meinem Schreibtisch. Und an den Mann, den sie liebt. Was wollen wir unternehmen? Lass uns was trinken. Kann die Liebe ihr einen Ausweg zeigen? Du kannst deine Seele erleichtern, indem du die Akten für mich besorgst. Das schlagt dir aus dem Kopf. Oder wird die Wahrheit sie vernichten? Du kannst nicht mit deinem Partner zusammenarbeiten. Das soll wieder endlich in deinen Kopf kriegen, verstehst du? Raus, Herr, du willst eher kommen. Du kannst nicht mal. Muss sie selbst zur Mörderin werden? Wir müssen uns unterhalten. Um nach 30 Jahren die Unschuld ihres Vaters zu beweisen? Linda Kozlowski, Hector Elizondo, John Scheer und Paul Sorvino in Backstreet Justice. Knallhart und unbestechlich.